Ich mache jetzt seit rund 10 Jahren Videos über Elektroautos. Und immer dann, wenn ein Video dabei ist, was viel geklickt wird, wo viele Kommentare drunter sind, dann sind da auch ganz viele Kommentare drunter wie dieser hier oder dieser oder dieser. Und die sind ja noch relativ sachlich formuliert. Da gibt es noch einige, die wirklich deutlich polemischer werden. Elektroauto, habe ich das Gefühl, hat so was Religiöses. Und es macht eigentlich auch kaum Sinn, auf diese Kommentare zu antworten oder in eine Diskussion einzusteigen, weil kaum jemand von den Kritikern sagt, ach, so ist das, ja, dann schaue ich mir das nochmal an, wenn man ihm das mal vernünftig beantwortet hat, was er da an Vorteilen bringt. Deshalb möchte ich an dieser Stelle auch auf 3 klassische Themen eingehen, die da immer wieder angesprochen werden und die immer wieder vorkommen, und dazu einfach mal ein paar, ich sag mal, Denkanstöße für die Diskussion geben. Und diese 3 Themen sind die Klassiker. Ja? Die Kosten Elektroauto im Vergleich zum Verbrenner, das Thema Langstrecke und das Thema Elektroauto und Umwelt. Und damit hallo und herzlich willkommen bei 163 Grad. Ich bin Oliver und freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute mal mit dem i4 im Hintergrund, seltener Gast hier bei uns im Studio, weil das Auto meistens unterwegs ist. Ja, seit 10 Jahren teste ich Elektroautos, seit 2018 fahre ich dauerhaft elektrisch, habe mich dafür entschieden, weil für mich die Elektromobilität im Alltag die, ich sag mal, angenehmere Form der Mobilität ist. Es fährt sich einfach besser und ich bin mir auch sehr sicher, dass es deutlich, deutlich günstiger ist, als wenn ich einen Verbrenner fahren würde, dazu komme ich gleich. Und habe aber auch so in den letzten Wochen und Monaten mitgenommen, dass das für viele mit der Elektromobilität so ein Reizwort ist. Ja? Also das ist so Habeck, Baerbock, Wärmepumpe, Elektroauto, das geht so in eine Richtung. Ich habe unter meinen Videos auch entsprechende Kommentare gesehen, bis hin zu blauen Herzen. Ich habe auch einige davon echt rausnehmen müssen, weil sie sich dann schon, ich sag mal, weit übers Geländer eines demokratischen Miteinanders hinausgelehnt haben. Sowas, muss ich ehrlich sagen, muss hier nicht stattfinden. Das Elektroauto ist für mich ein Auto mit einer neuen Antriebsart. Es gibt Benzin, Diesel, Autogas, Erdgas und nun gibt es eben auch Elektro. Aber es ist grundsätzlich erstmal ein Auto. Ich interessiere mich für Autos. Für mich ist im Alltag Elektroauto besser. Das heißt nicht, dass ich mir eigentlich auch mal einen Verbrenner angucke oder ich sag mal, mit jemandem darüber diskutieren kann. Wir haben sogar noch einen Verbrenner in der Garage. Also von daher, das ist jetzt nicht so, dass ich mich wie religiös so allem abschwören müsste und dann nur noch elektrisch. Mir hat mal jemand in die Kommentare geschrieben, er fährt nicht mal mehr mit einem Verbrenner Taxi. Da frage ich mich dann, wie das gehen soll, ob man dann am Bahnhof so lange stehen bleibt, bis da irgendwas Elektrisches dabei ist. Also wird mir nicht ihr Traum einfallen. Insofern polarisiert das Thema die Gesellschaft und ich möchte hier auf die 3 klassischen Punkte eingehen, die immer wieder in den Kommentaren bei mir jedenfalls auftauchen. Habe mir hier ein paar Notizen gemacht, die brauche ich gleich, um das entsprechend hier sachlich abarbeiten zu können. Und das sind die Klassiker, die ihr kennt. Das Thema Kosten, das Thema Langstrecke und das Thema Umwelt. Die 3 Sachen. Und ich fange mal mit den Kosten an. Elektroautofahren ist nicht billiger. Ich habe relativ viel unter meinen Videos in den Kommentaren, heißt mein Diesel und ich fahre da viel billiger und so weiter. Also als die Elektroautos aufkamen, man muss vielleicht mal 2 Dinge unterscheiden. Den Betrieb des Autos, also was kostet mich das Auto so im Unterhalt, was kosten mich 100 Kilometer, die ich damit fahre, und die Anschaffung. Und wir fangen mal mit dem Betrieb an. Beim Betrieb ist es so, als das alles losging, ich erinnere mich so an diese Zeiten, wo ich angefangen habe, E-Autos zu testen, 2014, 2015. Da gab es, das war alles neu. Und wenn es mal eine Ladestation gab, dann gab es da auch welche beim Bäcker oder so, die einfach gesagt haben, komm her, ich kann es sowieso nicht abrechnen oder es ist nicht geklärt, wie man es abrechnet, du kannst jetzt erstmal umsonst laden. Also der Lader hier bei IKEA im Hamburg-Moorfleet, das ist so ein Klassiker. Da standen dann auch am Ende, wenn der Parkplatz aufgemacht hat, morgens um 9 oder was, die ersten 5, 6 Autos waren alles E-Autos, die sich da dann für lau den Akku voll machen wollten. Und dazu kamen die Ladekartenanbieter, die sehr mit niedrigen Preisen, 20 Cent und so weiter, geworben haben, Telekom, Comfort Charge und so, um einfach mal kennenzulernen, wie das geht. Die Zeiten sind komplett vorbei. Wir E-Autofahrer haben das natürlich sehr genossen, gerade in der Anfangszeit, haben wir ein bisschen damit geprahlt, nach dem Motto, guck mal hier, ich zahle nichts mehr. Insofern, heute ist die Situation viel komplexer. Die reinen Treibstoffkosten haben sich da so ein bisschen angelehnt. Also wer zu Hause laden kann, der lädt günstiger. Hier bei uns in Hamburg kostet eine Kilowattstunde Strom so kurz über 30 Cent ungefähr. Wer unterwegs laden muss, unterwegs an einer DC-Schnellladestation, der ist natürlich dann etwas teurer dabei. Dazu habe ich ja zuletzt mal ein Video gemacht, wie das bei mir in meiner näheren Umgebung aussieht. Aber wenn man da ein bisschen drauf achtet, dann kann man für 39
38 oder 49 Cent hier Strom laden. Es geht also. Es war schon mal teurer. Und ich glaube, dass wir da auch vor einer sehr interessanten Phase stehen, denn die großen Anbieter wie Ionity, EWE, Aral, Puls und wie sie alle heißen, EWE Go, die haben in den letzten Monaten und Jahren sehr, sehr stark ihre Ladeinfrastruktur ausgebaut und wollen jetzt natürlich auch so ein bisschen den Sack zumachen, dass sich das Ganze rechnet und fangen jetzt an, in einen Wettbewerb zu gehen, dass du als E-Auto-Kunde dann sagst, okay, mit so einer kleinen Grundgebühr von 5, 6, 7 Euro im Monat lade ich dann speziell nur noch da, weil da kriege ich den günstigeren Preis. Ob das alles der richtige Weg ist oder so, sei jetzt mal dahingestellt, aber ich sage mal so pauschal, ich glaube, dass das Laden an den Säulen durch diesen Marktdruck in den nächsten Jahren etwas günstiger werden könnte. Das Ganze war mal billig, ganz am Anfang, wurde 2022 mit den steigenden Strompreisen deutlich teurer. Da war es auch zum Teil deutlich teurer, ein E-Auto zu fahren als ein Verbrenner. Und jetzt ist es wieder billiger geworden. Und ich traue mir zu sagen, das kann man ja ausrechnen, ein E-Auto verbraucht zwischen, sagen wir mal, 15 und 20 Kilowattstunden Strom, musst du wohl rechnen, pro 100 Kilometer. Das multiplizierst du mit deinem Strompreis und meistens kommt dann nicht viel raus, wenn du das in Benzin umrechnest. Ja, also was kriege ich denn für, sagen wir mal, 4, 5, 6 Euro Strom? Wenn ich zur Tankstelle gehe, kriege ich ja noch ein paar Liter Benzin, damit kann ich keine 100 Kilometer fahren. So rechne ich das in meinen Tests meistens aus, seht ihr in meinen Videos. Also den Vorteil, der ist schon noch da oder er ist wieder da, so muss ich sagen. Wenn man alle Kosten berücksichtigt, die sogenannte Total Cost of Ownership, also alles zusammen mit Steuern, Versicherungen, Ersatzteilen und Co., dann ist das Elektroauto erheblich günstiger. Es gibt kein Motoröl, es gibt keinen Auspuff, es gibt die Inspektionskosten sind deutlich geringer, die Bremse hält länger, weil du ja viel rekuperierst. Dazu kommen solche Annehmlichkeiten wie zum Beispiel kostenloses Parken. Also ich habe neulich mit irgendjemandem hier unter dem Video diskutiert, der sagte, er sei Pendler. Ein E-Auto ist ein ideales Pendlerauto. Ja, also billiger kannst du eigentlich nicht in die Stadt reinfahren. Und ich freue mich da jeden Tag drüber, wenn ich in Hamburg mal irgendwo an einer öffentlichen Parksäule parke, dann kostet das normalerweise zwischen 2, 3 und 6, 7, 8 Euro. Die spare ich, weil ich hier in Hamburg und auch in Buchholz und in vielen anderen Städten kostenlos mit dem E-Auto parken kann. Ich muss nur die Parkscheibe reinlegen und darf auch nicht länger parken als die anderen. Also ich frage mich, warum auch gerade Pendler sich da teilweise so gegen wehren und viele dieses Kostenthema da noch nicht erkannt haben. Dann kommen wir zu dem zweiten Thema Anschaffung. Betrieb ist eine Sache, aber Elektroautos sind ja teuer oder teurer. Wenn ich jetzt irgendwo in die Preisliste gucke, was kostet ein elektrisch angetriebenes Auto, was kostet ein Verbrenner, dann ist das schon noch eine erhebliche Preisdifferenz. Dafür war ja mal diese BAFA-Prämie gedacht, um das Ganze so ein bisschen anzunähern. Die gibt es nicht mehr, okay. Ich glaube, und hinzu kommt auch der Wertverlust, nicht? Bei Elektroautos, Porsche Taycan-Fahrer können da ein Lied von singen, wenn ein neues Modell kommt, ist das alte gleich entwertet. Und aber ich glaube, erstens, genau in diesem Gebrauchtmarkt liegt im Moment eine ganz große Chance. Also ein gebrauchtes Elektroauto, 2-3 Jahre alt, 40.000, 50.000 Kilometer runter, wenn das einigermaßen gut behandelt worden ist, dann spricht überhaupt nichts dagegen und du kannst da teilweise richtig gute Schnäppchen machen. Und die Batterien halten, ich glaube, das spricht überhaupt nichts gegen. Mein erster Tesla, den ich gekauft habe, der war 3 Jahre alt, hatte 140.000 Kilometer runter oder etwas über 100.000 Kilometer auf jeden Fall runter. Da hatte noch die ersten Bremsscheiben und die ersten Belege und die waren noch gut. Und den habe ich gefahren, neue Reifen drauf gemacht, gefahren und da war nichts mit. Also von daher, das keine Probleme mit Batterie, keine Probleme mit Motoren. Ja, Türgriffe haben geklemmt, irgendwas war da damals bei diesen Raus- und Rein-Türgriffen. Aber ansonsten war das alles kein Problem. Und ich glaube, das wird auch ein Riesenthema werden, das wird auch mehr werden, weil viele Firmen heute aus Umweltgründen, CO2-Bilanz, Elektroautos einflotten. Das dauert dann 2-3 Jahre, dann sind die aus dem Leasingvertrag raus und dann stehen die beim Händler auf dem Hof und der Hof wird immer voller. Also ich sehe viele von denen, die so mit Elektroautos einsteigen wollen in der Zukunft, sehe ich deutlich in gebrauchten Elektroautos. Ich glaube, das wird ein Riesenthema. Da kannst du wirklich günstig in ein tolles E-Auto einsteigen und erstmal deine Erfahrungen machen und hast das dann relativ wertstabil, weil das Auto seinen größten Wertverlust schon hinter sich hat. Für einen Neuwagen, muss ich ehrlich sagen, den würde ich aktuell leasen. Also zuletzt war es mein Fisker Ocean, das wisst ihr, wenn ihr diesem Kanal folgt, mit dem ich relativ viel Geld verloren habe. Davor hatte ich ein Tesla Model 3, das war auch recht teuer, weil auch da, Tesla schraubt ja permanent an den Preisen rum, dann gab es das neue Modell und am Ende musste ich mit einem erheblichen Abschlag dieses Auto verkaufen. Also von daher, ich würde heute nur noch leasen.
so wie den hier. Es gibt immer wieder gute Angebote und dann kann man dafür einen relativ schmalen Taler damit losfahren. Kommen wir zu dem zweiten Punkt, Langstrecke. Ja? Elektroautos sind nicht langstreckentauglich. Da müssen wir über zwei Dinge sprechen. Das eine, die Thema Reichweite, und zwar die echte Reichweite und nicht diese albernen WLTP-Angaben. Und das zweite ist natürlich die Ladeinfrastruktur unterwegs. Ich habe in einem Video mit dem Fisker Ocean euch schon mal das Thema WLTP gezeigt. WLTP, das muss ich jetzt ablesen, Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure. Das ist das Testverfahren, mit den Verbrauchsangaben und damit logischerweise auch Reichweiten bei uns in Europa ermittelt werden. Und dieses Verfahren, da kann man sich wirklich drüber streiten. Dort wird auf einem Prüfstand in 30 Minuten ein Zyklus abgefahren, der so alles Mögliche zeigen soll. Also 30 Minuten dauert der. Da sind aber auch Pausen drin. Also das Auto fährt nicht die ganzen 30 Minuten. Es werden auch rote Ampeln simuliert und ähnliches mehr. Und diese 30 Minuten werden in verschiedenen Geschwindigkeitssektionen gefahren. Low, Medium, High und Extra High. Und nur das Thema Extra High ist so Autobahnrichtung. Das heißt also, von den 30 Minuten sind 5 Minuten auf diesen Extra High und da sind auch nur 2 Minuten, die mit einem Tempo zwischen 105 und 130 Stundenkilometern gefahren werden. Von 30 Minuten nur 2. Das heißt, wenn du dann das Ganze hochrechnest auf 100 Kilometer, kommt natürlich irgendein Fabelwert raus, wie damals bei meinem Fisker Ocean mit 707 Kilometern. Das hat, glaube ich, keiner mit dem Auto geschafft. Vielleicht kannst du es schaffen, wenn du wirklich so fährst wie diesen Testzyklus, dass du über weite Strecken nur 35, 40 Stundenkilometer fährst, aber eben nicht auf der Autobahn. Und da liegt eben so ein bisschen das Problem. Die Kunden sehen diese Autos, sie sagen, oh, guck mal, der kommt 5, 6, 700 Kilometer weit und dann fahren sie damit auf die Bahn und erwarten bei Tempo 160 oder sowas diese Reichweiten zu haben. Und das ist nicht der Fall. Da muss man ehrlich sein. Das betrifft aber auch alle Autos. Das betrifft auch Verbrenner. Die werden nach dem gleichen Zyklus gewertet. Und da hat im Jahre 2006 sich die Autobild mal den Spaß gemacht und hat die Autos mal in so einem Oval mit Highspeed fahren lassen. Und Spitzenreiter war damals ein Porsche Cayenne Turbo S, der dort 66,7 Liter verbraucht hat. Ja, also auch das ist ein Riesenthema. Ein Tesla liegt volle Kanne gefahren, glaube ich, bei 50 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Also das gleiche Prinzip oder der gleiche Fehler sozusagen. Du hast es selber in der Hand, wenn du auf der Autobahn fährst, wie du fährst. Ja, du kannst Vollgas geben. Wie gesagt, Tesla Model S Plaid, da bist du wohl bei 50 Kilowattstunden locker, wenn du den Vollgas piekst. Du kannst allerdings auch ruhig und gemächlich fahren. Und das sieht man bei vielen Elektroautofahrern. Du fährst etwas anders mit dem E-Auto. Du fährst, sagen wir mal, gleichmäßiger. Du beschleunigst nicht so stark, auch wenn das geil ist, weil die Dinger können das ja. Du bremst nicht so stark ab. Du versuchst so ein bisschen gleichmäßig das Ganze fließen zu lassen. Dann hast du eigentlich auch die größte Reichweite. Und die Reichweite wird natürlich beeinflusst von der Batteriegröße, von dem Fahrstil, von den Umgebungsbedingungen und so weiter. Aber ein modernes Elektroauto fährt, ich sag mal, zwischen 250 und 400 Kilometern heute als Reichweite, wenn du auf der Autobahn fährst. Und natürlich gibt es Leute, die jeden Tag weite Strecken fahren, beruflich oder kann sein. Aber ich für mich fahre in meinem Umfeld, ja, und dann fahre ich, ich sag mal, 10-mal im Jahr eine weitere Strecke. Und dafür ist das völlig okay, weil nach 200-300 Kilometern muss ich vielleicht selber auch mal raus. Und dann nehme ich diese kleine Ladepause, die dann kommt, durchaus gerne in Kauf, um irgendwo auszutreten oder mir einen Kaffee zu kaufen oder irgendwas aus dem Auto auszuräumen und ähnliches. Ich gebe zu, es nervt manchmal. Es gibt diese Situation, wo du nach Hause fährst und sagst so, mit dem Verbrenner hätte ich jetzt durchfahren können, mit diesem Elektroauto muss ich jetzt noch mal für 10 Minuten irgendwo in der Pampa im Dunkeln an der Ladesäule rumhantieren, vielleicht noch im Regen und mit dem Diesel hätte ich weiterfahren können. Diese Momente gibt es, aber die sind relativ selten. Und dafür überwiegt aber ein, dass ich das Auto laden lassen kann in der Zeit, wo das Auto nicht gebraucht wird. Komme ich gleich zu. Ladegeschwindigkeit ist auch ein Riesenthema für das ganze Problem. In den allermeisten Fällen ist das heute bei einem Elektroauto in einer halben Stunde maximal erledigt. Das heißt,
man sieht das bei den Herstellerangaben, 10 bis 80%. Das ist so dieser Ladehub 30 Minuten. Das ist der Standard. Einige Autos schaffen das deutlich schneller in 20 Minuten. Und die Tendenz geht dahin, dass das auch deutlich schneller werden wird. Und wenn ich nach 300 gefahrenen Kilometern mal rechts raus muss und dann für 20 Minuten irgendwo anhalte, von denen ich 10 mindestens brauche, um vielleicht zur Toilette zu gehen und mir vielleicht noch einen Kaffee zu kaufen, dann muss ich nur noch 10 auf das Auto warten. Das ist absolut erträglich. Was man wissen muss, und ich glaube, das ist auch so ein Thema, wo Verbrennerfahrer anders denken, habe ich früher auch. Beim Verbrenner tankst du immer voll. Es ist dieser Gedanke, du fährst irgendwo ran, du hältst den Hahn rein, du fährst mit dem vollen Tank davon. Das ist beim E-Auto nicht so. Beim E-Auto tankt man nicht voll, sondern du hast immer so viel Strom im Akku, dass du weiterfahren kannst. Ja, er wird nie voll, er wird nie leer. Du machst ihn auch nie voll. Die 100% machst du vielleicht, wenn du in Urlaub fährst und startest. Und du brauchst zum Beispiel unterwegs, wenn du zu einem Ziel fährst, das von dem du weißt, dass du dein Auto da aufladen kannst, ich sag mal ein Hotel, wo du weißt, da sind in der Tiefgarage Ladestationen, dann mache ich den letzten Stopp doch nicht so, dass ich das Auto voll auflade, sondern ich mache den letzten Stopp so, dass ich mit 5% am Hotel ankomme und dann brauche ich da auch gar nicht lange an der Autobahnraststätte zu warten. Und wenn im Hotel stecke ich den an die Steckdose da, an die Ladestation und dann gehe ich entweder was essen, mache eine Stadtbesichtigung oder lege mich hin und über Nacht ist das Auto voll. Also dieser alte Spruch, steht er, dann lädt er. Man kann mit dem E-Auto die Zeiten sehr gut nutzen, in denen die Kiste sowieso nur drumherum steht. Da kann man gut nachladen und dann verschwendest du auch nicht so viel Zeit mit Warten auf der Ladeinfrastruktur. Das heißt also Reichweite, wenn mich jemand fragt, mit Langstrecke und wie weit kommt er denn, dann sage ich immer bis ans Ziel. Denn auch mit einem Elektroauto kannst du viele Strecken, auch mit einem Verbrenner kannst du viele Strecken nicht durchfahren, da musst du tanken. Da musst du rausfahren, tanken, dann fährst du weiter. Das ist hier beim E-Auto nicht anders. Vielleicht musst du ein-, zweimal tanken und nicht nur einmal oder gar nicht. Also es ist ein völlig normaler Vorgang und das geht heute ganz, ganz wunderbar. Dann kommen wir zum Thema Ladeinfrastruktur. Das ist ja auch ein Thema für die Langstrecke. Da weiß ich, als ich das erste Mal ein Elektroauto Probe gefahren habe, 2014, das war ein BMW i3 mit Range Extender, da war es für mich die Frage, na, kann ich meine tägliche Mobilität damit machen? Und damals war die klare Antwort nein, weil es diese Ladeinfrastruktur nicht gab. Da gab es bei Itzehoe irgendeine Ladesäule und die ging dann auch nicht. Das ist heute anders. Also die Ladeinfrastruktur ist dramatisch gut ausgebaut worden. Das ist sehr, sehr gut. Ich habe neulich bei ENBW an einer Ladestation in Bispingen geladen. Ich glaube, da gibt es 16 Ladestationen und noch so einen kleinen Rewe-Shop, wo man noch was einkaufen kann, wenn man noch Hunger hat. Nebenan war ein Tesla Supercharger, gegenüber bei McDonald's war EWE Go, um die Ecke war Ionity. Also sie haben alle wirklich ordentlich eingeschenkt und alle wirklich ausgebaut. Und im Moment passt das Verhältnis zwischen Ladesäulen und Autos. Das ist wirklich eigentlich jetzt eine goldene Zeit. Wenn du in ein E-Auto einsteigen willst, mach es jetzt. Es wird eigentlich nachher an den Ladestationen nur voller. Du kannst schneller Autos bauen als Ladesäulen. Im Moment passt dieses Verhältnis zwischen Ladeinfrastruktur und Anzahl der Autos, sodass du eigentlich nie wirklich warten musst. Wenn du ein bisschen geschickt bist und ein bisschen guckst, dann ist das kein Thema. Und auch zum Gucken, Ladeplanung haben wir immer so bewertet bei den Autos, ja, dass man also sagt, sag mir bitte, wann ich wie wo laden muss. Das kann man heute auch entspannt machen. Es gibt heute Apps, die dir anzeigen, welche Ladestationen auf deinem Weg jetzt liegen und dann fährst du einfach los. Und wenn du merkst, so wie beim Verbrenner, oh, nur noch viertel voll, das geht hier zur Neige, jetzt sag mal, was gibt's denn hier in der Nähe? Und dann suchst du dir da die passende Ladestation aus, die du willst. Entweder die, für die du den richtigen Tarif hast oder die, wo das gastronomische Angebot für dich passt. Und dann lädst du da ein bisschen und fährst du weiter. Also das Thema Ladeplanung wird auch zunehmend unwichtiger, weil du einfach fährst und dann an der nächsten Ausfahrt, Raststätte rausfährst, da sind Ladesäulen, steckst den Stecker rein und fährst du weiter. Machst du beim Verbrenner ja auch keine Gedanken drüber. Und wir kommen langsam dahin, wo sich das so annähert. Kleines Beispiel dazu. In den 1980er Jahren hat mein Vater einen Mercedes gekauft, einen Mercedes 190e. Baby-Benz, kennen viele noch. Und dieses Auto war eines der ersten Autos, das von Mercedes hier in Hamburg mit einem geregelten Katalysator ausgeliefert worden ist. Und wir konnten dann anschließend damit nur noch das unverbleite Benzin tanken, was damals noch nicht flächendeckend verfügbar ist. Und mit dem Auto wollten wir dann meine Tante am Bodensee besuchen. Und da mussten wir zum ADAC gehen und uns mit einer Karte eine Route ausarbeiten lassen, wo denn runter zum Bodensee von Hamburg die Tankstellen sind, die dieses Benzin haben. Und dann, wie beim E-Auto, mussten wir teilweise mit halbvollem Tank
tanken, weil die nächste Etappe hätten wir dann nicht mehr geschafft. Ja, so macht man das, hat man das am Anfang ja auch mit dem E-Auto gemacht. Und heute ist das kein Thema mehr. Du fährst, tankst und das ist alles geklärt. Und genauso wird sich das auch mit dem E-Auto klären. Und es sieht sehr, sehr gut aus, dass das eigentlich demnächst kein Thema mehr ist. Also Routenplanung mache ich heute häufig immer seltener so. Ich gucke mir an, wo sind die Ladestationen, dann fahre ich los und dann fahre ich da bei der nächsten rauf, wo nicht nur eine ist, sondern ein paar mehr von den gängigen etablierten Marken. Du kannst dich eigentlich fast überall darauf verlassen, dass es funktioniert. Und das wird immer, immer einfacher. Dann kommen wir zu dem, also Langstrecke ist für mich in dem Sinne kein Problem, weil den Verbrauch hast du in der Hand. Je gleichmäßiger du fährst, umso weiter kommst du. Laden musst du, genauso wie du tanken musst. Musst du vielleicht etwas häufiger laden, als du tanken müsstest und es dauert etwas länger. Aber es ändert nicht an der Tatsache, dass du damit absolut entspannt ans Ziel kommst und im Vergleich zum Verbrenner auch gar nicht so viel Zeit verlierst. Und ehrlich gesagt, so das, was ich in den Kommentaren immer lese, 1000 Kilometer am Stück durchfahren, das macht doch keiner. Oder sitzt ihr da mit einer Windel am Lenkrad? Also irgendwann musst du doch auch mal raus. Ja? Also insofern. Und Geschwindigkeiten wird auch immer so erzählt, ich kann mit dem Diesel 200 am Stück fahren. Probier's doch mal. Wir sind gerade neulich nach Hannover gefahren, morgens um 5. Also eine Zeit, wo nichts los ist. Da ist andauernd Geschwindigkeitsbeschränkung, Baustelle. Die Stellen, wo du wirklich 200 fahren kannst, die sind doch relativ begrenzt, jedenfalls hier bei uns im Norden. So, da kommt alle Nase lang irgendwas. Dann kannst du die Kuh fliegen lassen und dann kommt die nächste Baustelle, dann musst du wieder runter. Also so dauerhaft 200 fährst du auch nicht. Gut, kommen wir zum Thema Umwelt. Der dritte Bereich. Auch das ist immer so ein Thema, wo gesagt wird, na, so doll ist das mit dem E-Auto ja gar nicht. Die ganzen Rohstoffe, die seltenen Erden und so weiter und so fort. Also fangen wir mal so rum an oder andersrum an. Grundsätzlich, glaube ich, sind wir uns doch einig oder können wir uns auf den Punkt einigen, dass das Verbrennen, das ungehemmte Verbrennen fossiler Rohstoffe so richtig toll und die Zukunft nicht wirklich sein kann. Man sieht ja, was da draußen passiert. Jetzt waren wieder diese Überschwemmungen in Spanien, die sicherlich irgendwo was mit der Klimaerwärmung und dem Klimawandel zu tun haben. Das kann mir keiner erzählen, dass das nicht so ist. Ja? Und fossile Brennstoffe, die Grundlage für unseren Wohlstand sind, weil alles um uns herum hat mit fossilen Brennstoffen zu tun. Die haben das Problem, dass du Schadstoffe emittierst, wenn du sie verbrennst. Sie sind auch begrenzt, das heißt, irgendwann werden sie mal weniger werden, sie wachsen ja nicht nach. Und insofern sollte man verantwortungsvoll damit umgehen. Wir brauchen sie auch für viele andere Dinge. Wir brauchen sie für Medikamente, wir brauchen sie für Düngemittel. Sie dann einfach im Auto zu verbrennen, wenn man das anders machen könnte, dafür sind sie eigentlich zu schade, muss ich ehrlich sagen. Und und wir haben sie nicht. Wir müssen sie importieren von Leuten, denen wir dafür Geld geben und die sich damit dann irgendwelche Kriegswaffen kaufen und damit zum Teil auf ihre Bevölkerung losgehen. Das ist auch ein gewisses Politikum. Ja, dass wir damit Wohlstand in anderen Bereichen der Welt schaffen, ist okay. Aber wenn man dann damit, kann man sich in der Tagesschau angucken, was die Länder mit dem machen, was sie für die fossilen Brennstoffe von uns erlösen. Ja, und insofern, ich glaube, vielleicht können wir uns darauf einigen, dass man so in Zukunft doch schon sich von diesen fossilen Brennstoffen gern mal abkehren sollte, um der Welt noch wirklich eine vernünftige Zukunft zu geben. Klimawandel, denke ich, werden wir nicht mehr aufhalten. Das Thema ist durch. Es geht eigentlich nur noch darum, wie wir damit leben werden und wie groß er werden wird. Ja, die 1,5 Grad, glaube ich, da kannst du schon einen Haken hintermachen, hinter die 2 auch. Und dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und obwohl das so eindeutig ist, gibt es am Ende eine Riesendiskussion darum, ob das Elektroauto nun wirklich umweltfreundlicher ist als der Verbrenner oder nicht. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass bei der Produktion eines E-Autos viel mehr Rohstoffe zum Einsatz kommen als beim Verbrenner. Das sieht man auch an dem Gewicht. So ein Auto wiegt, ich sag mal, regelmäßig um die 2 Tonnen oder mehr. Also schon ein paar hundert Kilo mehr als der Verbrenner. Es ist also mehr Material drin. Und damit hast du natürlich auch einen größeren CO2-Rucksack, der bei der Produktion entsteht und den du abarbeiten musst. Also das E-Auto geht mit einem Nachteil an den Start. Allerdings im Betrieb kehrt sich das um. Das heißt, wenn man ein bisschen aufpasst, wie man da den Strom lädt, mit Ökostrom oder vielleicht noch mit der eigenen Photovoltaikanlage ein bisschen optimiert, dann stößt dieses Auto am Ende rechnerisch deutlich weniger CO2 aus als der Verbrenner oder gar keins mehr. Und mit jedem gefahrenen Kilometer kommst du halt ins Plus und arbeitest diesen Rucksack ab. Und da gab es
eine Untersuchung. Wie lange dauert es denn, bis ein E-Auto seinen Rucksack gegenüber dem Verbrenner abgearbeitet hat? Die sogenannte Schweden-Studie, die im Jahre 2017 für viel Aufregung gesorgt hat, aber dann auch sehr stark kritisiert wurde, denn sie kam zu dem Ergebnis, dass sich ein E-Auto so gesehen nie rechnet. Ja, also der Verbrenner ist uneinholbar vorne und das E-Auto kannst du knicken. Heiß diskutiert, und dann hat man ein bisschen hinter die Kulissen geguckt und gesehen, dass die Zahlen, die da in der Studie verarbeitet wurden, von 2013 waren, als es noch gar keine Massenfertigung von E-Autos gab. Und je größer, je mehr, ich sag mal, Masse an E-Autos du fertigst und dann vielleicht auch noch mit Ökostrom und nicht mit Kohlestrom, dann wird dieser Rucksack immer kleiner. Und dann haben die Schweden 2 Jahre später nochmal neu gerechnet und haben tatsächlich dann Werte ermittelt, die irgendwo so bei 30.000 bis 60.000 gefahrenen Kilometern lagen, je nachdem, wo das Auto produziert ist und wie man lädt. Also diesen CO2-Rucksack, den hast du relativ schnell eingeholt und ab da ist das Auto tatsächlich umweltfreundlicher. Leider ist in den Köpfen immer noch diese erste Zahl hängen geblieben. Ja, diese Aussage, der rechnet sich nie, obwohl das schon lange, lange widerlegt ist. Und mit jeder, ich sag mal, Ausweitung der Fertigung und viele Firmen tun ja was, haben eigene Windparks, Solarparks, versuchen mit Akkuparks die Spitzenbelastung in der Fabrik zu schäfen, was die Hersteller da teilweise für einen Aufwand treiben, um die CO2-Bilanz des Autos runterzukriegen bei der Produktion. Das ist schon enorm. Und insofern rechnet sich so ein E-Auto umwelttechnisch, was die CO2-Bilanz ist, dann doch relativ schnell, vielleicht nach 1-2 Jahren bist du da im Plus. Dazu kommt, dass die Rohstoffe, die in diesem Auto stecken, nach heutigem technischen Stand zu 90% recycelbar sind und dann wieder weiterverwendet werden können. Und das wird ein Riesengeschäft werden. Das ist noch nicht da, weil die E-Autos länger halten, als alle befürchtet haben. Oder ja, es gibt von vielen Autoherstellern teilweise die Idee, die Autos dann irgendwann zurückzunehmen, mit den Akkus noch die Peak-Shaving in den Fabriken zu machen. Da kommen gar keine Autos zurück und da kommen auch keine Akkus zurück, weil die alle halten. Und da sind im Moment alle erstaunt, wie lange so ein Ding hält. Aber es wird ein Riesengeschäft werden. Irgendwann wird so ein Auto ja durch sein und das dann zu recyceln, das kann ein richtiger Wirtschaftszweig sein. Grundsätzlich möchte ich aber sagen, ein Auto ist immer ein Konsumgut. Ja, und mit Konsum rettest du die Welt nicht und rettest auch die Umwelt nicht, denn Konsum verbraucht immer Ressourcen. Und das umweltfreundlichste Auto für mich ist das Auto, was gar nicht erst gebaut wird. Das ist das umweltfreundlichste Auto. Und danach geht dann schon der Streit los, ob es die nächste Stufe dann das Auto ist, was schon da ist, oder ein neues, das gebaut werden muss und das ich gegen das wechsle, was schon da ist. Ja, immer die Frage, was passiert, wenn wir alle 40 Millionen Autos jetzt elektrifizieren und die dann in Afrika oder sonst wo weiter betrieben werden. Keiner verlangt, dass man sich jetzt ein neues Auto kauft. Das tut keiner. Auch nach 2035 nicht, kannst du einen Verbrenner weiterfahren und wirst auch noch Benzin und Diesel bekommen. Allerdings, das kenne ich aus der Unterhaltungselektronik, da komme ich gleich zu, das Elektroauto ist ein Produkt, das ein unglaubliches Entwicklungspotenzial hat und es wird in den nächsten Jahren immer, immer besser werden. Genauso wie andere Produkte immer, immer besser geworden sind, bis sie irgendwann so gut und so billig waren, dass man sagte, ah, früher war das nichts für mich, aber jetzt gucke ich mir das mal an. Und das Elektroauto hat das Potenzial. Da sind Entwicklungen im Gange, wo du tatsächlich so ein Auto innerhalb von 10 Minuten aufladen kannst und dann ist das wie tanken. Und das Ganze zu preisen, wie es heute ein Verbrenner kostet. Das heißt, irgendwann in ein paar Jahren werden die Dinger so gut sein, dass sie, ich sag mal, billiger sind als ein Verbrenner und mindestens gleichwertig in der Langstreckentauglichkeit, wenn nicht sogar, na, fast besser. Ja, und dann musst du eigentlich beim Händler sagen, nee, ich will kein Elektro, ich zahle 5.000 Euro drauf und will noch einen Verbrenner haben. Das wäre so, als wenn man heute in einen Handyshop geht und sagt, nee, ich will kein Smartphone, ich zahle 200 Euro mehr und will so ein altes Nokia haben. Ja, so ungefähr grob verglichen wird das. Zum Thema Umwelt. Ich sag's mal so als Diskussionsanschluss, das Elektroauto rettet nicht die Welt. Also wenn du jetzt dir sagst, ich kaufe mir jetzt einen neuen Tesla und verkaufe meinen Verbrenner, das alleine rettet die Welt nicht. Meine Meinung. Aber in einer Welt, wenn wir sie denn gerettet hätten, ja, mit vielen Dingen, die wir dafür tun müssen, Ökostrom, Anteil erneuern und viele Dinge mit Strom betreiben, die wir jetzt mit fossilen Energien betreiben, in so einer geretteten Welt würden die Autos, die es dann noch geben würde, die würden elektrisch fahren. Ja, also ich glaube, so rum wird ein Schuh draus und insofern
ist das Elektroauto heute für mich ein integraler Bestandteil zum Thema Umweltschutz und Klimaschutz und auch ein integraler Bestandteil der Energiewende, denn das Ding ist eine fahrende Batterie. Und wenn das erst losgeht mit dem Bidirektionalen, dann kann das gelingen. Das Elektroauto ist nicht das Problem, sondern es ist ein Teil der Lösung. So, glaube ich, muss man das verstehen. Wenn ich mal zusammenfassen darf, viele, die mich kennen, oder ich habe es auch schon ein paar Mal in den Videos gesagt, ich komme eigentlich aus der Unterhaltungselektronik, da bin ich 22 Jahre lang tätig gewesen. Und da habe ich ziemlich viele Geräte gesehen, die neu auf den Markt kamen und sich alle erbittert darüber gestritten haben, ob das jetzt die Zukunft ist oder nicht. Ja, CD-Player, LCD-Fernseher, Smartphone, DVD-Player, CDI-Player, wenn den noch jemand kennt, Minidisc, was haben wir da für Video, dieser Videokrieg mit VHS, Super 8 und was es da alles gab, Hi8, diesen Sony-Kassetten, das habe ich alles schon zigmal erlebt und daran erinnert mich das so ein bisschen. Ja? Bleiben wir mal bei so einem typischen Beispiel, LCD und Bildröhre. Ja, als die ersten Flachbildschirme auf den Markt kamen, was wurde darüber gestritten? Die waren ganz klein, die waren irre teuer, die wurden in speziellen LKWs angeliefert. Die hatten so Kapseln auf dem Karton, die sich rot verfärbten, wenn der Bildschirm geschüttelt wurde. Da war das gleich ein Transportschaden, ein Riesenhype um die Dinger. Klar konnten wir uns irgendwie vorstellen, dass der irgendwann mal flach an der Wand hängt und nicht so viel kostet, aber dass das so schnell geht, wie es dann ging, konnten wir uns nicht vorstellen. Und da wurde diskutiert um LCD und Plasma und die Bildröhre hat doch ein besseres Bild. Und dann kam Pixel Plus und was es da alles gab. Und dann wurde nochmal eine neue Bildröhre aufgelegt, die einen größeren Ablenkwinkel hat, wo der Hals vom Fernseher hinten nicht so lang war. Ja, und heute, innerhalb von 3 Jahren, war das alles Geschichte. Innerhalb von 3 Jahren ist der Markt komplett rasiert worden. Und auch diejenigen, die damals gegen die LCD-Bildschirme gewettert haben und lieber ein Plasma wollten, haben heute alle so ein Ding zu Hause. Wer hat denn heute noch eine Bildröhre zu Hause? Ja? Und das Gleiche auch mit dem iPhone. 2007 kam das erste iPhone auf den Markt. Und ich erinnere mich da noch sehr genau dran. Der Akku war mittags schon leer. Das Ding konnte, glaube ich, nicht mal Fotos verschicken oder MMS verschicken. Und wenn du damit mal telefoniert hast, ich habe auf den Fluren, auf Messen oder so die Leute gesehen, die das denn schon hatten. Die suchten da vergeblich nach dem Empfang. Und wenn du so ein Nokia in der Tasche hattest, dann konntest du erstens locker telefonieren, weil das Ding quasi überall Empfang hatte, auch da, wo der iPhone-Typ schon längst rausgeflogen war aus dem Netz. Und der Akku hielt eine Woche. Und trotzdem hat heute keiner mehr so ein Ding, weil irgendwann kommt der Punkt, da wird diese Technologie billiger und sie wird besser und sie bietet dem Kunden einen Mehrwert. Und dann sagt man, nee, dann will ich kein Nokia mehr, dann will ich ein Smartphone. Nee, dann will ich keine Bildröhre mehr, dann will ich tatsächlich einen Flachbildschirm, weil ich einen Mehrwert habe und dazu ist er auch nicht teurer oder vielleicht sogar noch billiger. Und ganz ehrlich, auf diesen Punkt steuern wir mit dem E-Auto unaufhaltsam zu. Und auch diejenigen, die heute da meckern und sagen, ist nicht und ist doof und ich bleibe und nie werde ich mir so ein Elektro kaufen, in 10 Jahren sitzt ihr da auch drin und freut euch. Und insofern kann ich nur empfehlen, dass man eigentlich sagt, ich schaue mir das schon mal an. Habt ein Ohr dran, schaut euch die Entwicklung dieser Autos an. Da kommt richtig was auf uns zu, da kommen tolle Autos. Ich habe in dem Elli-Video, was ich vor, glaube ich, Mai oder so veröffentlicht habe, da habe ich das ja schon gesagt, dass es dort auf dieser Veranstaltung auch gesagt wurde, dass man so 2027 ungefähr mit einer völligen Veränderung der Ladetechnik in den Autos rechnet. 2027, spätestens 2028 sollen oder rechnet man damit, dass die Autos kommen, die in 10 Minuten voll aufgeladen sind mit irgendwelchen Akkus, die das dann noch abkönnen. Also da ist ein riesen Entwicklungspotenzial drin, das der Verbrenner nicht mehr hat. Da sind wir im Prinzip durch mit der Technik. Da haben wir jetzt irgendwo 3 Turbolader und 8-Gang DSG-Getriebe. Da kannst du noch einen 9. Gang anbauen, einen 4. Turbolader. Aber im Grunde genommen ist das alles ziemlich ausgereizt, während die Elektromobilität da ein riesen Potenzial bietet. Insofern, ich würde es an eurer Stelle ein bisschen beobachten und auch wenn ihr kritisch seid und sagt, kann ich mir nicht vorstellen, fahrt so ein Auto mal Probe, geht mal zum Händler, schaut euch sowas mal an oder kommt zu irgendwelchen Elektroautotreffen, habe ich immer wieder. Das ist ja nicht so, dass wenn wir E-Autofahrer uns irgendwo treffen, irgendeine Veranstaltung haben, wie E-Cannonball neulich oder so, gibt E4 Festival war jetzt und es gibt viele solcher Veranstaltungen, geht da einfach mal hin und schaut euch das einfach mal an, weil das ist etwas, was ich wirklich empfehlen kann, im Auge zu behalten. Und irgendwann wirst du draufzahlen müssen, um eine alte Verbrennertechnik noch fahren zu können, die schlechter ist. Also wir können lange diskutieren. Ich glaube daran, dass
die technische Entwicklung das Potenzial dazu hat, das alles zu überrollen, wie das in der Unterhaltungselektronik dann auch passiert ist. Vielleicht nicht ganz so schnell, weil man die Branchen nicht ganz miteinander vergleichen kann, aber so weit ist es. Und wenn dann letztlich, wie ich immer sage, die Geissens auf RTL 2 im Elektroauto durch Monaco rollen und das geil finden, ich glaube, dann wird es Mainstream sein. Und auf den Tag freue ich mich, auch wenn ich das Programm und die Sendung sonst nicht schaue. Was sagt ihr zum Thema Elektro? Also, für mich ist das Elektro alltagstauglich. Es ist günstiger als der Verbrenner. Es ist Reichweiten. Man kann eine Langstrecke damit machen. Und für die Umwelt tut es auch etwas. Auch wenn das jetzt im Moment vielleicht noch nicht so sichtbar ist. Aber es ist ein integraler Bestandteil der Energiewende. Ich freue mich über eure Beiträge hier unten. Bleibt sachlich. Ich konträre Meinung klar. Kann man alles posten hier. Das wird auch nicht gelöscht. Aber wenn das beleidigend wird oder über das Geländer raushängt, dann muss ich da eingreifen. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit und auf bald. Und wir sehen uns im nächsten Video.